Jo, hallo zu dieser kleinen Showaufnahme von mir und dem Kevin. Hallo. Jo, wir wollten euch einmal hier unsere Multiplayer-Welt zeigen, auf einem noch relativ neuen Server. Dennoch sind hier schon sehr viele User drauf. Die Homepage des Servers ist everygame.com. Die IP von Minecraft ist die gleiche. Man muss freigeschaltet werden, aber wenn man sich in TeamSpeak mit einem Admin hier auseinandersetzt, kann man sich auch freischalten lassen. Ja, wir wollten euch einmal jetzt hier unser kleines Terrarium zeigen und danach auch noch die Stadt. Wir fangen bei Kevins Haus an und Kevin, ich würde mal sagen, du beginnst. Genau. Alles klar, gehen wir mal in meine Bude rein. Und gehen wir mal als erstes in meine Brauerei, wo man hier auch schon das Schild sieht. Ich wollte runter. Ja, Brauerei. Und ja, hier sieht man unsere Tränke, unsere Zutaten und meine Hexenkessel. Cauldron. Was? Cauldron, das ist ein Hexenkessel Ja. auch. Ja, hier noch meine Crafting Station. Und würde ich mal sagen, gehen wir wieder hoch. Ja, was ist denn da unten? Da unten ist noch gar nichts. Momentan werde ich da noch ausbauen. Also in dem nächsten Tutorial, nächsten Let's Play Let's show. wird für euch da schon was weiteres sein. Und jetzt ist mir gerade die Colaflasche runtergefallen, verdammt. Genau. Passiert, ne? Alles klar, gehen wir mal runter in meine Plantage. Ja. Ja, es dauert viele Kürbisse Hier und sieht man schon viele Melonen. Kürbisse von mir und viele Melonen. Und ja, wieso hängst du da? Ach, ich hänge mal hier so locker ab. Alles klar. Okay, gut, gehen wir mal wieder hoch aus meinem Gewächshaus raus und geh doch mal mit deinem Hintern da raus. Das macht sehr viel Spaß, den zu ärgern. Wenn ihr auch auf den Server kommt, dann ärgert den Kevin auch mal. Er Ja, heißt nee, ist Edgeshaw. klar. Nee, nicht immer wie schlecht machen. Er So, heißt gehen wir hier erstmal Edgeshaw. runter in unserem neuen See. Beziehungsweise, ja, unserem See. Fischersee. Oh Mann, ich komme nicht runter. Ja, dann will ich auch mal sagen, diese Schienenbahn hier ist von einem User namens Nico Germany, auch ein sehr netter User hier. Ich habe ihn erlaubt, hier eine Bahn hinzubauen und er hatte so ein Projekt hier mit jedem User verbunden zu sein, dann habe ich ihn das mal freundlicherweise gestattet. Und Ohne so. mich natürlich, verstehst du? Ja, es war Mitternacht und du warst auf. So, Nein. Kevin, du erklärst hier, weil ich war hier noch nicht so oft. Genau, hier unser See, da haben wir, war ich früher aufgegangen, als Patrick hier noch weitergemacht hat, da bin ich hier so erwacht. Nein. Was hier geblieben ist, hier ist unser einziger See, unser Schwimmsee, Badesee, Fischersee. Ja, angeln kann man sehr gut hier. Die Fische sind nicht immer unbedingt immer da, aber die meiste Zeit schon. Und du sollst ja nicht reinspringen. So, und dann würde ich mal sagen, ich übergebe jetzt an Patrick. Geh mal in seine Bude rein. Jo, genau, also Und Moment, lass mich kurz ausreden. Ich werde da nochmal kurz eben stillstehen in meinem Haus. Und solange Patrick erklärt, bin ich mal kurz auch stumm abwesend, weil ich schon den ganzen Tag nicht auf dem Klo war. Ja, wenn Patrick fertig ist, kommt er ja einfach in mein Haus rein. Bis gleich. Jo, genau, also hier sind wir gerade in meiner kleinen Stube. Hier im Untergeschoss, aber ich möchte gerne hier im Erdgeschoss anfangen. Man sieht, hier ist auch der Eingang. Es ist vom Grundansatz gleich gebaut wie Kevins Haus. Manchmal wäre die Ansicht. So, ich habe halt nur einige kleine Änderungen vorgenommen, wie ich hier Redstone, da ich sehr gerne damit spiele. Oder wie man hier auch sieht. Jo, dann geht's weiter in einen kleinen Chestraum, wo ich ganz sorgfältig meine ganzen Sachen lagere, wie Nahrung, Holz, Stein, Dreck, Sand und Werkzeuge. Neu dazugekommen ist auch Rüstung. Hier mein Bett. Hier geht's dann in eine umgebaute Cave mit einem Portal. Und man sieht, nur die Animation ist irgendwie ausgeschalten. Ausgeschaltet, so, jetzt habe ich's. Hier geht's weiter. Hier hat ein Schneemonster gewütet. Bin noch zu faul, das wegzumachen, aber das werde ich demnächst mal machen. Hier fängt's wieder an mit einer normalen Cave. Jo, hier, da hinten beim Licht gibt's einen Monster-Spawner.
Wir haben die Minen hier noch nicht so erforscht, aber es wird sicherlich noch bald kommen. Im nächsten Let's schon wird spätestens da sein. Jo, so gut dazu. Jetzt zeige ich euch noch meinen kleinen Brauereistand und meinen Chartman Table. Hier alles, was mir gehört, also alles zum Thema Tränke brauen und halt die Zutaten, alles was dazugehört. Hier noch mein Enchantment Table, das wir alle gemeinsam oft benutzen, um in den Nether Blaze zu jagen. Wenn ich weiß, was das ist, das wird gebraucht, um Tränke zu brauen oder auch herzustellen. Hier unten halt meine kleine Farm, ein bisschen mit Lava und Wasser verschönert. Ich hatte zu viel Zeit und da habe ich mir mal gedacht, hey, wieso machst du das nicht mal so? Jo, also so gut jetzt dazu. Dann noch zur letzten Station, meiner zweite Etage. Auch heute erst dazugekommen mit schönem Sichtblick auf die Zuckerrohrplantage und hier über das ganze Terrarium. Hier geht ein Tunnel zu Jans Haus. Auch ein User von unserem Channel, der aber gerade mit Let's Plays von Singleplayer beschäftigt ist. Die könnt ihr auch auf unserem Kanal finden, wenn ihr wollt. Er ist noch nicht so lange auf dem Server wie wir, deswegen sieht das hier alles noch so kahl aus. Dafür hat er schon einen Hund und ein paar Schneemänner gehabt, aber die sind durch eine Spinne dort drin gestorben. Jo, das war's erstmal von meinen und Jans Haus. Ich hoffe mal, der Kevin ist wieder da. Nee, das scheint nicht so. Aber egal. Ich warte mal so lange in seinem Haus. Wenn er wiederkommt, wird die Aufnahme dann einfach fortgesetzt. Ja, mal sehen dann. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Kurz nachdem ich die Aufnahme gestoppt habe, ist er wiedergekommen. Jo. Kevin, ich würde mal sagen, du übernimmst wieder und erklärst halt die Stadt oder so. Genau. Hier ist halt ein etwas längerer Aufweg aus unserem Terrarium raus. So. Kevin? Hallo. Na egal, dann sag ich mal eben was zu. Ja, nee, ich guck doch gerade hier schon, was ich guck. Ja, okay, Mach. ich erkläre dann eben unser Terrarium. Also das Terrarium haben wir gebaut, ganz ehrlich, wegen Angst, wegen den Zombies. Hier haben wir halt unsere Mine, unsere Brauerei, unsere Farm, alles im Untergrund, ohne dass uns irgendwie Zombies in die Quere kommen. Ja, das ist schon mal ein Vorteil davon. Der weitere Vorteil ist, dass wir im Multiplayer sind und man weiß nie, wer jetzt was klauen will oder jo, dann haben wir halt schon einen kleineren Schutz davor. Jo, Kevin. Genau. Alles klar. So, hier haben wir unser Stadtportal. Ja, wir haben auch ein eigenes Portal, wie der Patrick bestimmt schon gezeigt hat. Ja. Ist zu empfehlen, ein eigenes zu bauen, wenn ihr Obsidian habt. Gehen wir mal weiter zu unserem Adventskalender. Ja, der Aber vorher zeigt. Adventskalender. Genau. Das ist ein schönes Event von den Admins gestaltet. Kevin, du erklärst das? Ja, ich wollte nochmal hier kurz zeigen, was wir hier haben. Ja, dafür ist eine kleine Hundefarm. Wauwaus, ganz viele Wauwaus. Hast du Knochen für mich? Ja. Gib mal welche. Hier, gib mal her. Na, so zwei. Es kann sein, dass sie nicht immer sofort klappen. Kannst du die jetzt mal bitte fangen und dann geht's. Genau. Ich versuche jetzt hier gerade den Hund zu erklären, dass er mich nehmen soll. Mit weg. So, also ich erkläre in der Zeit einfach mal den Adventskalender. Also der Adventskalender hier ist Genau. nichts weiteres als ein großes Haus, also dieses hier. Jeder hat hier sein eigenes Türchen und seine eigene Chest. Jeden Tag kommt ein Admin on und legt hier Geschenke rein. Ich habe mein Zeug schon aufgeholt. Ja, es ist auf jeden Fall ein nettes Event. Es hält die Benutzeranzahl hier auf dem Server oben. Also er ist relativ neu, aber dafür sind schon mächtig Leute hier drauf.
Gänse, also ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr könnt jederzeit kommen, es ist kein Privatserver, ganz öffentlich. Eines von drei Projekten der Everygame Community. Minecraft, Multitapped Auto, alias GTA San Andreas und auch Garry's Mod. Teamspeak auch noch, aber das ist ja nicht direkt ein Projekt. So, Kevin, hast du ihn jetzt? Denn ich weiß nicht, habe ich den jetzt. Na, egal. Auf jeden Fall, Kevin, hast du noch was zu sagen? Ja, werbt für uns, abonniert uns. Wie gesagt, das nächste Mal, wenn ihr unsere Let's-Show seht, ist bei mir schon mehr gemacht worden. Momentan, so ist ja noch nichts gemacht. Ja, wie gesagt, abonniert uns, werbt für uns und wir werden natürlich auch noch einen Flugsimulator-Blog machen. Da werde ich dann für euch oder für die Flugsimulator-Begeisterten, falls es davon welche gibt unter euch, Tutorials reinstellen für die PMDG 747, MD-11, Level D-767, Captain 757, Ja, und so etc. weiter und so etc. weiter. und so weiter. Jo, das war's erstmal von uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Jo, bis dahin. Tschüss. Genau.